So, hallo. Willkommen zum dritten Part von Stranded 2. Ich hätte jetzt fast 3 gesagt, aber... Ja, in der letzten Folge waren wir mal drüben bei den... waren wir mal drüben bei den Löwen. Ja, und haben auch gleich einen erlegt. Und ja, in Part 3 wollte ich jetzt erstmal was essen, weil wie man sieht, nach dem Aufwachen habe ich gleich mal Damage bekommen. So, erstmal am besten gleich die 2 Fleischstückchen. So. Und von dem Löwen haben wir ja ein großes Fleischstück bekommen. Ach ne, 2. Wenn ich das jetzt auswähle. Also ein saftiges Stück rohes Fleisch. Das braten wir mit was eben, ja. So, und jetzt haben wir 2 gebratenes Fleisch. So. Mit was ich jetzt weitermachen wollte. Ja, also wir können jetzt schon 2 Gebäude bauen und zwar... Achso, nee, das konnten wir auch vorher. Wir können jetzt noch... wenn ich das jetzt mal hinkriege. Ja, Produktion ist immer noch. Wir können jetzt Lager bauen. Also einmal ein ganz normales Lager, ein Holz- und ein Steinlager. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht erstmal vor, irgendwelche Lager zu bauen. Doch, also doch, ich wollte das Holzlager bauen. Ich habe mir nämlich, als ich das auch mal gespielt habe, habe ich mir so eine Liste angelegt. Die habe ich gerade mal kurz hervorgeholt und habe dann erstmal... Naja, gut. Und dann würde ich sagen, wir legen jetzt unseren Steinlager an, aber nicht hier, sondern ein bisschen weiter hier drüben. So, und zwar Lager. Ein Holzlager. Ja. Ja, wir stellen es mal so hin. So, und dann... Achso, wir verbauen jetzt gleich. Ich gucke, wie viel ich davon habe. Achso, war's schon. Jetzt tue ich nur noch... Blätter verbauen. Ja. Dann machen wir uns am besten gleich auf die Jagd nach Ästen. So. Und naja. Dann gucken wir gleich mal hier. Und ich merke halt wieder, dass es halt recht doll geschuckelt, also leckt. Ist natürlich nicht so schön, ne? Achso, ne. So, dann hauen wir mal ein Stück hier drauf. Man hört auch wieder, dass ich Schritte mache. Ist halt nicht so schön. Sein, dass es gleich viel flüssiger geht. Ne. Geh jetzt. Talala. Hat es jetzt aufgehangen? Nein. Hat schon gedacht. Das war da jetzt das Geräusch, weil ich mein WLAN nämlich ausgemacht habe. Gerade. Ja. Sollte erstmal reichen. Wir gucken mal. Ja, das reicht. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zurücklaufen. Ups. Etwas geleckt. So, und ich habe das Gefühl, jetzt läuft es ein bisschen flüssiger. Okay, nicht ganz ruckelfrei, aber immerhin besser als vorher. Hallo. Ach nee, falsche. So. Dann sind wir auch gleich mit dem Holzlager fertig. Also Lager finde ich immer wichtig. Ja, also... Als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich das halt auch so gemacht. Ups. Dass ich halt lange auf der Insel geblieben bin. Ta-ta-ta, unser Holzlager. Und wir schauen uns noch. Wir schauen uns das noch von der Seite an. Und so sieht das so aus. Und ihr seht ja, da vorne ist dann noch eine Kiste. Die gehen wir am besten auch gleich mal gucken. Aber vorher. Natürlich sollten wir den Kiwi treffen. Oder auch nicht. Und endlich. Ja. So, und den Kiwi. Dem Kiwi tauschen wir uns wieder aus. Und dann machen wir mal vor zu der Kiste.
zwar, das ist Knochen. Und das ist rohes Fleisch. Rohes Fleisch. Gebratenes Fleisch. Meines Erachtens war hier nicht mehr. Nein. Und die Knochen, also meines Erachtens kann man nichts aus den Knochen machen. Und deswegen nehme ich die nämlich auch nicht mit. Ups, Entschuldigung. Habe ich hier gerade wieder rumgetippt. Ich auf die Maus gekommen. Ja. Dann würde ich sagen, hier bauen wir hier gleich das Steinlager daneben. Ich habe mir übrigens diesmal auch meinen Timer gestellt. Yay. Ja. Hallo. So. Ich habe die Baustelle angelegt. Ja. Toll. Haben wir sie angelegt. So. Brauchen wir noch ein paar Äste und ein paar Blätter. Ja. Und naja. Ja. Du hast keine Materialien zum Bauen. Da muss ich wohl echt suchen gehen. Ach, ich bin gerade erschrocken etwas. Plötzlich ging neben mir der Ton vom Feuer los. Samstag und also wir haben jetzt Samstag und am Montag beginnt wieder die Schule. Aha. Ich habe keinen Bock auf Schule. Nein. Schule. Okay, ich habe zwar noch morgen und so, aber trotzdem ist halt schon ein bisschen. Ich war halt lange weg, ne? Also die 5 Tage in London. Also ich vermute es, dass es 5 waren. Ja, es war aber schön in London. Kann ich sagen, dass ja, was wollte ich jetzt noch? Hat jetzt noch was gefehlt? Ach ja, stimmt. Und zwar Äste. Hat jetzt noch gefehlt, ein bisschen. Ich achte manchmal jetzt gerade nicht so drauf. Ja, und also London ist schon mal sehenswert, finde ich. Ja, was kann man noch schwarz hier? Achso, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber also das Spiel habe ich ja, das Spiel habe ich schon mal gespielt, also bis ich war eigentlich auf der letzten Insel. Insgesamt 1, 2, 3, ich glaube 4 Inseln. Ja, ich glaube 4 Inseln. So, unser Steinlager ist fertig. Da kann man dann hier mit Hilfe der Leertaste kann man draufklicken. Da kann man halt hier so nur bestimmte Sachen austauschen. Sprich jetzt hier. Wir können jetzt hier rein. Ja, seht ihr ja. So, und dann können halt hier bei dem Holzlager halt auch nur so Dinge rein. Wie Äste und so. So. Und wir müssen dann mal was essen. So, ups. Etwas überschlängert. Etwas nochmal überschlängert. Ja, ich würde jetzt gerne nochmal kurz was essen. Warum ich da überhaupt hier hingelaufen bin. Naja. Wir essen Keks. Essen noch einen Keks. Was trinken? Wir gehen noch schnell was trinken. Dann wollte ich noch woanders hingehen. Ich hoffe mal, dass das klappt. Da ist ein Löwe. Ups, falsche Taste gedrückt. Gut, ups. Da war ein Löwe. Ei, 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 ei. Ja. Ich bin erschrocken.
Da war ein Löwe. Holla, die Waldfee. Bin ich vielleicht erschrocken? Oh Gott, erstmal Herzklopfen. Hau nur ab, ey. Okay. Ja. In wahren Leben hätte ich angefangen zu schreien. Nee, aber ich hab. Der ist bestimmt hier von dem Berg dann hier so runter. Und dann zu mir natürlich. Direkt zu mir. Ausgerechnet zu mir, ne? Ein Fiesling. Diesen Pilz kann man übrigens auch essen. Das ist irgendwie so ein Zwerg. Zwergenhut. Bleib weg von mir. Sag mir jetzt nicht, da kommt noch ein Löwe. Hört sich aber nur an. Oder werde ich doch verfolgt? Wir rennen mal lieber ins Wasser. Ist immer besser als nichts. Oh. Noch mal kurz erschrocken. Da steigen Blasen im Wasser auf. Das kann nur bedeuten, dass hier Fische leben. Wenn es mir gelingt, irgendwie eine Angelrute zu bauen, könnte ich die Fische hier sicher ganz leicht aus dem Wasser holen. Info. Steigende Blase und ringförmige Wellen an der Oberfläche weisen auf Fischereigebiete hin. Fischereigebiete. Na, doch, guck, ich wurde von dem Löwen verfolgt. Hau ab. Hau ab. Ach, du sollst abhauen. Ja, geht doch. Ich bin getan. So. Oh. Ja, ihr seht das jetzt noch nicht. Aber, ja. Diese lustigen Fluffy-Kugeln. Das sieht mir verdammt nach Baumwolle aus. Ich denke, ich kann die Teile abrupfen und irgendwie benutzen. Info. Durch Angreifen, linke Maustaste, kann Wolle gewonnen werden. Ja. Natürlich jetzt dunkel, ist schon etwas blöd, aber ja, das ist jetzt Baumwolle. Und dafür brauchen wir ein bisschen was. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz, wie viel haben wir? 22, ach, die reichen dicker. So, wir machen uns jetzt im Dunkeln auf dem Weg nach Hause. Ich sehe nichts. Nee, es war echt schon ganz schön dunkel. Oh. Warte mal, ich kann ja mal gucken, wie spät wir was haben. Hier, in dem Spiel. Wenn die Maus hat heute Ohren schaut. Wir haben es 22 Uhr und wir sind bei Tag 3. Achso, nochmal. Als ich das gespielt habe, da habe ich es so gemacht, dass da wollte ich halt dann noch ein bisschen länger auf der Insel bleiben und wollte dann erstmal alle Gebäude bauen. Da habe ich es dann halt so gemacht einfach. Und habe ich dann zwei Spielstände gehabt. Einmal dann auf der Insel, wo. Auf der Insel, ja. Auf der nächsten Insel oder auf der übernächsten Insel. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, ich habe jetzt gedacht, da kommt ein Löwen und die sind ja nicht so schnell. Ja, und da habe ich es halt dann so gemacht, dass. Ja, das ist halt dann auf der Insel erstmal. Der eine Spielstand war halt auf dieser Insel, jetzt wo ich gerade bin. Und der andere Spielstand war halt dann auf einer anderen Insel. Also da bin ich dann in der Geschichte weitergegangen. So, es passt ja perfekt, also perfekt, ne? So, also mein Wecker hat gerade geklingelt. Aufnahmeschluss. Wir sind ja hier so halbwegs müde und ups, wir sind natürlich wieder durch unseren Unterstand durchgerannt. Wir sind müde und haben auch Hunger. Also ich mache es meistens so, dass ich bevor ich schlafen gehe, nichts esse. Naja dann, ich würde sagen, bis zum vierten Part. Tschüss. Und Damage.